Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Survival Games auf The Hive. Heute spiele ich mal auf Mulch 9, wie sonst auch. Und ich mache Slash Records. Ich bin da nämlich im Moment auf 99 Wins. Und das bedeutet, wenn ich diese Runde gewinne, ist das der 100. Win auf Mulch 9. Also auf meinem zweiten Account halt. Und in der Runde sind übrigens zwei VIP. Ich schätze mal, das sind Team Nectar Leute oder so. Auf jeden Fall Bilder und keine YouTuber, aber ich weiß es nicht. Und auf jeden Fall habe ich halt fast 100 Wins und wenn ich die 100 Wins geschafft habe, habe ich mir gesagt, dass ich mir dann Premium kaufe und dann einfach nur YOLO für Premium Runden machen werde. Und darauf freue ich mich schon seit ein paar Tagen, das war jetzt so der Ansporn, dass ich auch spiele. Und darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen, weil ich denke mal, für Premium Runden werdet ihr auch viel spannender finden als jetzt so Non-Premium Runden. Oder beziehungsweise halt so, keine Ahnung, ihr wisst schon, was ich meine. Und ja, deswegen versuche ich jetzt erstmal diese Runde hier zu gewinnen und ich werde versuchen safe zu spielen. Ich bin übrigens auf der neuen Map Seed Care oder so und ich habe keinen Plan von der Map. Ich weiß, dass es eine Blume mit Feuer gibt und da sind zwei Leute. Ich laufe da mal in die andere Richtung. Ich weiß, dass es eine Blume gibt, die Flame hat. Also man kann damit die Leute anzünden, wenn man sie hittet. Und die hätte ich eigentlich gerne. Aber dafür muss ich nur irgendwie erstmal aus der Stadt rauskommen. Die finde ich nicht so schön gebaut ist. Also war schon okay gebaut, aber irgendwie ist sie ziemlich komisch und extrem verwinkelt. Und in den Häusern ist so oft nichts drin und das gefällt mir eigentlich gar nicht so gut. Aber naja, okay, ich werde jetzt versuchen, hier irgendwie rauszukommen, wenn ich es mal hinkriegen würde. Ich habe hier eine Kiste gesehen. Oh, da war was zu essen drin. Was ich aber nicht brauche. Oh nein, der hat ein Schwert. Oh Gott, lauf. Ja, er wird mich eh verfolgen. Ich guck mal, dass ich hier Jump and Run Künste habe, mit denen ich entkommen kann. Was ich sogar teilweise habe. Okay, die war leer. Also, stacked sind wir jetzt noch nicht so wirklich. Kann man nicht sagen. Der Typ ist immer noch hinter uns, das ist nicht sein Ernst. Wann targetet er uns denn? Oh nein, ich hätte da nicht hochgehen sollen. Okay, hier geht's raus. Das ist doch gut. Warum targetet mich der Typ? Ich habe doch nichts für ihn. Also nicht, dass er es sehen könnte. Ich hätte auch nur eine Lederhose und ein bisschen Essen für ihn eigentlich. Aber naja, soll er machen, was er will. Und ich denke mal, er wird mich nicht für die Punkte oder so targeten, sondern ich denke mal für den Kill. Aber das ist ja jetzt auch schon hinter uns gelassen quasi. Da vorne die Kiste hätte ich eigentlich nehmen können. Ich gehe jetzt erstmal diese hier vorne. Guck mal, was ich habe. Und Kettenharnisch. Das ist natürlich toll, aber das brauche ich eigentlich nicht. Ich nehme mal die da oben. Okay, da haben wir doch genau das, was ich brauchte. Eine Waffe und sogar einen Bogen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Und ich guck mal, wo diese Aquädukte sind. Also diese Wasserleitungen. Weil ich weiß, dass da dieses Ding drin war. Die Blume. Ich laufe einfach mal in diese Richtung. Ich kenne mich übrigens null. Ich habe gar keinen Plan von der Map. Außer, dass ich... Also ich weiß halt, dass es diese Blume gibt und... Dass hier in so Aquädukt-Dingern drin ist, aber ich weiß nicht genau, wo das ist. Ich weiß nicht, in welche Richtung und so. Und ich kenne auch sonst keine Tier 2, außer die am Spawn. Und ich weiß nicht mal genau, wie man den Spawn, wie man damit umgehen soll. Das liegt aber auch wahrscheinlich daran, dass ich mir best ein einziges Mal gespielt habe. Und da, okay, das war jetzt nicht so erfolgreich, sagen wir es mal so. Da unten haben wir nochmal zwei Kisten. Ich weiß, dass diese Häuser hier leer sind, da habe ich nämlich schon mal nachgeschaut. Und wir kriegen hier die ganze Zeit Kettenharnische, das ist doch... Naja, okay, gut kann man nicht sagen, aber... Naja, hätte schlimmer sein können, obwohl ich die jetzt nicht so wirklich brauche. Wie gesagt, ich habe jetzt ja halt fast 100 Wins. Und nach den 100 Wins werde ich ja halt nur noch für Premium YOLO spielen, also damit es mal wieder ein bisschen Spaß macht und so. Und deswegen, also ich habe jetzt ein bisschen auf meine Stats geachtet, was ich vorher eigentlich nicht getan habe, weil das war ja immer nur ein zweiter Account und so YOLO und so. Aber jetzt habe ich die letzten 20 Wins darauf geachtet, dass ich halt gewinne und nicht nur Scheiße baue. Und dafür gehen die Stats auch, finde ich. Also ich finde es jetzt nicht so mega schlecht. Aber auf jeden Fall werde ich nach meinen 100 Wins komplett... Es wird mir alles egal sein, wie meine Stats sind und so weiter. Punkte werden wahrscheinlich so auf 2k, denke ich mal, droppen, wenn ich die ganze Zeit sterbe für Premium-Runden. Aber das wird mir alles total egal sein. Ich will einfach noch Spaß haben. Und ja, deswegen hoffe ich, dass das nochmal... Da kommt ja jemand. Hallo. Ich habe übrigens einen coolen neuen Skin, der echt cool ist. Den habe ich selber gemacht. Beziehungsweise habe ich den eigentlich aus zwei Skins zusammengebastelt. Und ja, also einmal halt mein Gesicht und dann noch was anderes. What the fact? Warum hat er mich zweimal getroffen? Hier sind diese Aquädukte, da wollte ich eigentlich rein, aber das Ding ist, dass ich jetzt verfolgt werde. Und das Ding ist, ich habe auch keine Pfeile, also habe ich nur mein Schwert und der hat besseren Stuff als ich. Oh nein. Was mache ich denn jetzt am schlauesten? Ich hätte ja richtig gern die Blume.
Das Ding ist, er hat auch so einen typischen Hacker-Skin. Ich habe ein bisschen Angst vor dem, wenn ich ehrlich bin. Ich gehe einfach mal drauf. Okay, das war ein guter Hit. Das war noch ein guter Hit. Das war auch ein ganz guter Hit bis jetzt. Also ich dürfte ihn racken. Läuft. Esse ich jetzt mal kurz was und dann gehen wir da zu diesen Aquädukten. Okay, fast full Iron. Das läuft doch. Das läuft doch. Ich darf keine Kekse mehr wegschmeißen. Hat mir passiv verboten. Also so ein Typ hat gesagt, also der mag Kekse, wie eigentlich jeder. Aber er meinte, ich darf die Kekse nicht mehr in meinen Aufnahmen wegschmeißen, weil ihn das traurig macht. Deswegen mache ich das jetzt auch einfach mal nicht. Es ist übrigens schon relativ spät. Deswegen bin ich vielleicht etwas ruhiger und auch nicht wirklich mehr so reaktionsstark, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich nicht so auf meinem Top-Level quasi. Wann habe ich noch jemanden gesehen? Ich glaube irgendwie, dass die beiden Team Nectar-Leute auf jeden Fall teamen und vielleicht auch noch mit dem Emerald. Weil, ja, ist halt öfters so. Wenn ich das richtig uncool finden würde. Der will teamen. Ich lasse den einfach mal. Aber nur weil es vielleicht ein Vierer-Team gibt. Ganz vielleicht. Aber ich habe ja die Dings hier. Die Rose. Womit wir die Leute schlagen können. Und dann werden sie ja angezündet. Das ist auf jeden Fall ziemlich lustig. Und die beiden Team Nectar-Leute sind tot. Och man, ich wollte sie eigentlich töten. Das wäre cool gewesen. Aber naja, kann man ja auch nichts gegen tun. Dann gehe ich hier zu dem Typen zurück, weil... Oh, da oben ist auch noch einer. Weil dann wäre Deathmatch und das wollen wir ja. Gehen wir mal zurück. Kommt er runter. Er will auch Team. Was ist das? Oh, der hat auch nichts zu essen. Der hat schon ein Hühnchen gefressen. Jetzt haben wir zwei Leute, die überhaupt nichts können. Und einen Typen, der anscheinend der was kann. Weil er hat, denke ich mal, die anderen beiden gekillt. Weil ich glaube nicht, dass der hier die gekillt hat oder der andere. Okay, da habe ich jetzt mal geblockt und ein bisschen random, aber... Naja. So, ich kann mir den mal... Zack, 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 zack. Den Dings da, ich habe keine Hose an, warum auch immer. lol. Okay, ich dachte, ich habe meine Eisenhose angezogen. Aber naja, okay. Also, ich kann da mal so ein Fazit zu der Map machen. Das habe ich auch noch nicht so erwähnt. Ich finde die Map ziemlich schlecht, weil sie einfach kaum eingerichtet ist. Also, hier ist es jetzt eingerichtet, aber es gibt extrem viele Häuser, die leer sind. Außerdem finde ich den Spawn... Ich mag diese Stadt nicht. Also, einerseits sind die natürlich ziemlich cool gebaut und so weiter, aber ich finde es für Survival Games... Ihr habt ja gesehen, ich habe es gar nicht erst rausgefunden. Und, whoop. Oh nein, bitte Team nicht. Ja, okay, random Team im Deathmatch. Warum auch nicht? Da war TNT drin, geil. Oh, bitte Team nicht MDM, das ist immer so doof. Mulch 9. Oh, jetzt will der auch noch mal. Er will schreiben, dass Mulch 9 Veteran Stuff hat. Veteran vor allem. Ja, auf jeden Fall. Ich habe 19 Pfeile, 17 Pfeile. Pff, ich bleibe einfach stehen und der trifft mich nicht. Und ich laufe weg und der trifft mich. Okay, ich meine, habe ich gesagt. Ich werde jetzt mir die Pfeile einsammeln. Dann probiere ich mal die Leute damit zu schlagen. So, den Pfeil holen wir jetzt auch. Da können wir nämlich richtig schön Boost spammen nachher. Ich bin ihm fast entgegengelaufen, dem Pfeil. Also eine chillige Runde hätten wir. Ich weiß gar nicht, habe ich einen Kill gemacht. Außer jetzt im Deathmatch wahrscheinlich. Hoffe ich doch mal. Also wenn ihr das seht, habe ich ja wahrscheinlich eh gewonnen. Aber auf jeden Fall könnt ihr euch denn auf jeden, also definitiv auf Dings freuen. Und ihr seht schon, er brennt. Läuft. Soll ich mal versuchen, die nur mit der Dings hier zu töten? Ich probiere sie mal nur mit der Flower zu töten. Okay, das lasse ich lieber. Oh, er backstippt ihn einfach. Das ist natürlich heftig. Das ist natürlich heftig mies. Okay, den töte ich jetzt aber nur mit der Blume. Ich switch das mal eben. So. Puh, schaffe ich das auch? Nein, jetzt hat er aber auch guten Stuff. Okay, sagen wir nicht nur mit der Blume, aber die Blume als Schwert. Oh, get pwned. Oh, kriege ich den? Ich weiß nicht. Oh. Ich konzentriere mich gerade mal ein bisschen. Wow. Oh Gott. Leute. Ich den wrecke. Wow. Nice, ich habe ihn komplett mit der Blume getötet. Läuft doch. Okay, die Runde war jetzt ein bisschen langweilig, das tut mir leid, aber es war meine 100 Wins Runde und das bedeutet, endlich gibt es Premium auf diesem Account. Das kaufe ich mir übrigens selber, also nicht, dass ich denke, dass irgendjemand anders mir das kauft. Aber ich kaufe mir jetzt Premium auf dem Account und werde ein bisschen YOLO Full Premium machen und ich denke mal, das wird auch spannender für euch, wenn man mal so komplett Full Premium Runden sieht und ja, es wird hoffentlich mehr Spaß machen, denke ich mal. Ich habe es jetzt noch nicht so oft gemacht, also schon ein paar Mal und das hat eigentlich immer Spaß gemacht. Vor allem, weil es halt kaum Hacker gibt, weil es ist ja Premium und nicht so viele Premium-Hacken. Außer zum Beispiel der aus der letzten Episode, aber der war auch bestimmt dumm.
Aber ansonsten würde ich sagen, schreibt ihr, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, einfach mal Hashtag Rose in die Kommentare, weil ich habe den Typen mit einer Feuerrose getötet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren Video. Und ja, vielleicht ist das ja schon eine Full-Premium-Runde. Also ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao. Ciao.